Hallo Zuschauer und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ja, auf Nachfrage jetzt mal hier im Speziellen das BIOS-Update. Denkt dran, ihr könnt euren kleinen Medion, wenn ihr was falsch macht, hier über die Jordan, über den Jordan schießen. Ich wollte sagen, über die Wupper werfen, aber... Meiner Meinung nach, eine der besten Alternativen sind diese Sturmgepäck Teil 1 Taschen der MVA. Man hat sie hier leider in diesem, Hallo YouTuber und Simson-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ja, es geht mehr oder weniger drum, um... Lässt man den Festplatten griffig... Fandet ihr da vorhin die Variante gut, wie ich das Ende gemacht habe? Nicht nochmal machen das. Okay, dann baue ich das jetzt nur zusammen, mache mein Fazit von dem Gehäuse und dann... No. Mach du. Und dann kannst du hier machen, was du willst. Den Ofen anfallen. wenn ich jetzt gerade nur so das Bild sehe, kam mir der jetzt gleich. Vielleicht hätte ich die grüne Leinwand dahinter hängen sollen. Hättest du den Hintergrund nehmen können, den du willst. Wald. Hallo YouTuber und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Quick-Tipp-Video. Ich will euch nur mal ganz kurz zeigen, dass gerade bei den Farbschemen die Mainboard... Alle YouTuber und... Nehmt es als Tipp auf, werft einen Blick beim nächsten Mal nochmal genauer hin, wenn er... Dann kann ich den zur Seite nehmen und putzen. Und drunter verbirgt sich ein verdammt dreckiger PC. Beginnen wir mal mit dem, was wir vom alten PC übernehmen. Das Gehäuse ist ein Aerocool D... Da könnt ihr natürlich euch umentscheiden, also man kann als allererstes auf das DVD-Laufwerk verzichten und man kann natürlich auch ein anderes Gehäuse wählen. Nach oben ist sehr viel Luft, also das DS. Beginnen wir mit den Komponenten, die erhalten bleiben. Da haben wir zum einen das Gehäuse. Ihr seht es hier im Hintergrund stehen, ist überall. Jetzt ist es an euch, wenn ihr ein festes Geldbudget habt, dann schaut an dem Kack. Und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, dann könnt ihr natürlich auch ein Abo und einen Daumen nach oben lassen. Lass einziehen. Und jetzt einfach von unten schauen. Und auf die Schraubpunkte einfädeln. Dann greift ihr das Mainboard so und dreht es, dass es auf dem Kopf ist und die Verschraubpunkte für den Arbeitsspeicher. Dann könnt ihr das Ganze mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Schrauben drehen. Ihr solltet erstmal gegen den Uhrzeiger drehen. Beim Netzteil müssen wir jetzt noch die beiden Stromkabel anschließen für unser System. Also einmal oben. Am Netzteil müssen wir jetzt noch die Stromkabel verstöpseln. Einmal oben unser IDE-Laufwerk. Und bevor wir jetzt uns gleich mit der Grafikkarte noch beschäftigen, verlegen wir erstmal die Datenkabel für Festplatten und Laufwerk oben. Folgender Punkt. Ihr habt auf der Seite... Bevor wir jetzt uns mit der Grafikkarte, also dann sonst ohne Einschränkungen, wenn man hier nichts einbaut. Ich rate euch ganz ehrlich, was zur heutigen Zeit etwas selten wird. Also wer wirklich die... Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche oder ähnliches habt, ab damit unten in die Videobeschreibung gleich mit dazu. Im Endeffekt, passiv gekühlte Wärmeleit, passt genau. Immer so akkurat und bestmöglich funktioniert. Also so akkurat wie möglich oder bestmöglich. Was brauchen wir? Also ich habe einen Pinsel, um den Kühler sauber zu machen. Für die Demontage einen kleinen Schreuz. Ich habe einen Pinsel, um den Kühler sauber zu machen. Als Demontagewerkzeug einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Damit haben wir die OP abgeschlossen. Sollte jetzt Kühler laufen, das gute Stück. Ganz ehrlich, das bekommt jeder hin, der das... Und der neue Akku hat aber wesentlich mehr Megaampere-Stunden. Oh Gott. Was brauchen wir für die heutige OP? Im nächsten Schritt messe ich mir ein wenig von dem Schrumpfschlauch hier weg. Im nächsten Schritt schneide ich mir den Schlumpfschlauch. Gott, oh Gott.
Im nächsten Schritt messe ich mir die Länge des Schrumpfschlauches auf. Im nächsten Schritt messe ich den Schrumpfschlauch nach. Im Endeffekt, wie viel brauche ich, um das bisschen zu schützen. Um jetzt zu verhindern, dass der Akku wie wild hier drin hin und her schlägt, habe ich mir ein bisschen von diesem Dämmmaterial hier besorgt. Das kommt eigentlich aus der Möbelbranche. Wenn euch das Video helfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr allgemein so einen Content mögt, so Reparaturkram, Do-it-yourself-Stuff, dann lasst gern auch ein Abo da. Beides freut mich immer ungemein und supportet den Channel. Wer mit seinem Support ein bisschen weitergehen will, heutiges beim Mainboard als Baugruppe. Als Netzteil greife ich zum Bico. Und zu guter Letzt die Festplatten, eine 1 Terabyte WD-RED als symbolisches Datengrab. Bei den dauerhaften Speichern greife ich zu einer 2,5 Zoll Festplatte und einer 2,5. Dann nehmen wir uns das Gehäuse. Oh Gott. Wenn ihr übrigens keine Wasserkühlung verbauen wollt, dann könnt ihr dieses Brain. Wenn ihr im Inneren des Gehäuses hier wenn ihr an dieser Stelle weder eine SSD noch eine Pumpe oder einen Ausgleichsbehälter unterbringen könnt, kurzer Einwurf, bevor wir weiterbauen. Wenn ihr an dieser Stelle keine SSD, würden wir es so rum verbauen, dann wäre das Gehäuse. Als nächstes, wie rum wollen wir das Netzteil verbauen? Aus dem Gehäuserinne. Als nächstes kommt die Frage, wie rum wollen wir das. Als nächstes wollen wir das Netzteil verbauen. Wie immer die Frage, wie rum? Aus dem Gehäuseinneren ansaugen oder von unten durch den Staubfilter? Der meiner Meinung nach viel kritischere Punkt. Jetzt am besten von hinten so greifen und so ein bisschen nachkorrigieren, wo ihr hin wollt, dass ihr alle Schraubenlöcher seht. Und dann nehmen wir uns. Und dann nehmen wir uns diese groben Schrauben mit Sechskantkopf. 4 Stück wurden da beim Gehäuse sogar mitgeliefert. Und die fädeln wir jetzt erstmal alle ein. Und dann nehmen wir uns diese Und dann nehmen wir uns diese 4 Schrauben mit gröberem Gewinde, die beim Gehäuse dabei waren, und 6 Kantkopf. Gibt es eine Position, in der es in Anführungszeichen besser ist, die Festplatte zu verbauen? Eigentlich nicht. Wenn ihr eine neue Festplatte, ob ihr nur die Festplatte hängt oder legt, ist bei neuen Systemen vollkommen egal. Ihr merkt, wenn sie sich ein bisschen anders anfühlt beim Schrauben, dass das Ganze frei ist, also dass der Verschluss offen ist. Dann drückt ihr das Ganze nach oben. Das Ganze. So, auf das Ganze. Und zu guter Letzt den Stecker für die zusätzliche Spannungsversorgung der CPU. Der muss nach hier oben durch. Ziel ist, dann verschließen wir jetzt erstmal wieder das Ganze. Horizontal liegend in den oberen Anschlüssen hier. Zunächst müsst ihr zum Hardware-Shop eures Vertrauens pilgern und ein Adapterkabel kaufen von DSTV. Im nächsten Schritt lösen wir dann hier hinten die beiden Slotblenden. Dazu einmal diese Schraube gelöst, dass wir es nach oben schieben können. Und diese Schrauben hier gelöst. Und fädelt von außen wieder die Schrauben unter. Ich würde mir wünschen, dass die Schrauben
bisschen kleiner vom Kopf her wären, dass sie durch diese Brückenhalterung passen.